Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Billionaire. In dieser Videoserie dokumentiere ich quasi meine Reise zum Milliardär und ich habe mich dazu committed, jeden Tag ein Video hochzuladen. Jetzt ist gerade die Spülmaschine fertig. Ich war allerdings jetzt das Wochenende in meiner Heimat, habe meine Familie besucht. Ich mache die Spülmaschine aus. Das läuft hier richtig gut. Wir machen heute mal Uncut, Leute. Uncut. Hier ist nichts gestellt. Ich will euch ja auch zeigen, wie real mein Leben ist. Genau, und deswegen kommt jetzt nur mal so ein Video, wo ich einfach mal meine Gedanken loswerde, weil ich ja jeden Tag Video hochladen will und ich jetzt keine Zeit mehr habe, viel irgendwie zu schneiden, zu filmen und so weiter und so fort. Und ich wollte heute einfach mal meine Gedanken teilen, ihr habt es im Titel schon gesehen, zum Thema Motivation und warum Motivation überhaupt nicht wichtig ist und ja, was stattdessen viel wichtiger ist. Und am Ende werde ich euch trotzdem noch so ein paar Tipps geben, wie man seine Motivation trotzdem erhöhen kann oder wie man kurzfristig dafür sorgen kann, dass man Bock auf eine Sache hat, obwohl man eigentlich momentan keinen Bock hat. Also erstmal, warum Motivation überhaupt nicht wichtig ist, ist einfach Folgendes. Egal, um was es geht im Thema, beispielsweise, ich liebe es, ins Gym zu gehen, ich bin verrückt nach Training und trotzdem gibt es einfach jede Woche mindestens einen Tag, manchmal auch zwei oder drei Tage, an denen ich einfach keinen Bock habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich mache es trotzdem, obwohl ich nicht motiviert bin. Ich habe einfach keinen Bock zu gehen und ich mache es trotzdem. Und warum mache ich das? Weil ich Disziplin habe. Ich habe mir das über die Jahre angewöhnt. Das ist quasi eine Gewohnheit, dass ich einfach gehe. Und deswegen stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob ich da jetzt Motivation habe oder nicht. Ich mache es einfach. Das nennt sich Disziplin. Disziplin heißt, man geht, obwohl man keinen Bock hat. Und das Ganze ist auch trainierbar. Also es gibt einen bestimmten Teil im Gehirn. Und wenn man Dinge tut, auf die man keinen Bock hat, wenn man es oft tut, dann trainiert man diesen Teil im Gehirn. Der wird größer. Und das heißt, einem fällt es dann irgendwann leichter, einfach Dinge zu tun, auf die man keinen Bock hat. Disziplin ist ein Muskel. Also es ist wirklich ein Muskel im Körper oder im Gehirn, den man trainieren kann. Und das vergessen immer viele. Und deswegen muss man halt gucken, wie kann man den am besten trainieren. Zum einen einfach durchziehen. Die Dinge, die man vorhat, die zieht man einfach durch. Und dann kann man natürlich auch noch andere Sachen machen, die man mit einbinden kann. Zum Beispiel kalt duschen ist eine der geilsten Sachen. Also kalt duschen, da hat keiner Bock drauf. Also ich habe auch keinen Bock auf kalte Duschen und ich mache es trotzdem. Und abgesehen von den ganzen gesundheitlichen Vorteilen, der beste Vorteil ist einfach, es ist eine Sache, auf die man keinen Bock hat. Und dadurch trainiert man einfach seine Disziplin. Also wenn ich kalt dusche und das einfach durchziehe, dann überträgt sich das auf andere Dinge. Und ich tue mir auch viel leichter, andere Dinge einfach durchzuziehen. Deswegen wirklich, Motivation ist gar nicht wichtig, sondern einfach die Disziplin ist wichtig. Und wenn ich dann irgendwann genug Disziplin habe, dann brauche ich auch keine Motivation mehr. Ich brauche keine Motivation, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ich mache es einfach. Es ist Teil meines Lebens. Und deswegen ist Motivation wirklich, ich sage es, glaube ich, zum 10. Mal, überhaupt nicht wichtig. So, aber wie kann man jetzt trotzdem seine Motivation erhöhen? Ein Ding ist immer das Wort Flow. Haben viele wahrscheinlich schon mal gehört. Wenn man im Flow ist, dann fällt es auf einmal leicht. Also ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie ein neues Thema gefunden habt, das euch richtig interessiert, dann seid ihr voll im Flow drin und ihr wollt euch den ganzen Tag nur mit diesem Thema beschäftigen. Das nennt sich Flow und das ist ja so ähnlich wie, als ob man richtig motiviert ist. Und deswegen kann ich als Tipp geben, versucht in diesen Flow reinzukommen. Und wie kommt man in Flow rein, indem man eine Sache einfach voll durchzieht und die ganze Zeit diese Sache macht? Ein Beispiel, wenn ich jetzt mit Fitnessstudio anfange und ich beschließe, ich gehe einmal die Woche ins Fitnessstudio, dann wird es verdammt schwer, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich gehe 6 Tage lang nicht ins Fitnessstudio, bleibe in meiner Komfortzone und am 7. Tag muss ich es dann anders machen. Und das ist diese Überwindung, weil ich die anderen 6 Tage ja das nicht gemacht habe. Aber wenn ich einfach sage, hey, ich bin jeden Tag im Fitnessstudio, dann wird es zu meiner Gewohnheit und ich komme richtig in diesen Flow rein. Und dann wird es auch viel leichter, das durchzuziehen. Jeden Tag zu trainieren ist leichter, als einmal die Woche zu trainieren. Das klingt blöd, aber das ist wirklich so. Und genau, deswegen schaut einfach zu, dass ihr in den Flow reinkommt. Das hat nicht nur was mit Regelmäßigkeit zu tun, sondern einfach auch, wie viel man sich mit einer Sache beschäftigt. Wenn man jetzt irgendwie eine neue Arbeit hat und damit Geld verdienen will, dann am besten nicht eine Stunde damit am Tag beschäftigen, sondern einfach 4, 5, 6 Stunden. Den ganzen Tag, so viel ihr Zeit habt, einfach den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigen. Und je mehr ihr euch damit beschäftigt, desto mehr habt ihr Bock auf diese Sache. Und dann seid ihr auch richtig im Flow drin und habt dann auch Motivation auf diese Sache. So ist es bei mir jetzt auch gerade mit den Videos. Ich habe mich ja committed, jeden Tag ein Video zu machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einfach nur einmal die Woche ein Video, dann müsste ich mich wahrscheinlich immer aufraffen, dieses Video zu machen. Aber dadurch, dass ich jeden Tag ein Video mache und das auch irgendwie 4, 5 Stunden arbeite, ist das Video,
mache ich ja den ganzen Tag gefühlt nichts anderes und deswegen bin ich voll im Flow drin und dann stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob ich motiviert bin oder nicht. Ich kann darüber gar nicht nachdenken, ich muss es einfach machen und ich habe da auch richtig Bock drauf, weil ich mich ja die ganze Zeit mit nichts anderem beschäftige momentan. Ja, deswegen einfach, versucht einfach in diesen Flow reinzukommen, das ist der beste Zustand, den es gibt. So, jetzt gab es doch einen kleinen Cut, aber was ich abschließend noch sagen will, Motivation ist so eine Art Luxusgut. Seht Motivation einfach als Luxusgut. Freut euch, wenn ihr Motivation habt, gerade wenn ihr ins Gym geht und ihr habt einfach voll Bock drauf, dann freut euch. Wenn ihr keinen Bock habt, dann freut euch auch. Denn haltet euch einfach vor Augen, hey, ich habe jetzt keine Motivation ins Gym zu gehen. Wenn ich jetzt aber trotzdem gehe, dann baue ich Disziplin auf. Und wenn ihr das immer im Hinterkopf habt, hey, ich stärke jetzt meinen Muskel im Gehirn, der Teil wird größer und das bringt mich langfristig dazu, dass ich mehr Dinge durchziehe, auf die ich keinen Bock habe. Deswegen seht das einfach als Training, als Challenge. Freut euch, dass ihr keine Motivation habt. Es hört sich blöd an, aber erfahrungsgemäß ist es bei mir so, wenn ich keinen Bock aufs Training habe und dann trotzdem geht, dann bin ich selbst so gehypt, weil ich sage, ja Mann, ich gehe trotzdem, ich ziehe es einfach durch. Und dann bin ich so motiviert auf einmal, wenn ich trainiere und dann laufen die Trainings meistens viel besser, als wenn ich im Vorhinein schon motiviert war. Deswegen, ja, abschließend, ich sage es zum 100.000. Mal, scheißt auf Motivation. Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist komplett egal, wie man sich fühlt, ob du dich schlecht fühlst, ob du dich gut fühlst, ob du motiviert bist oder nicht. Wenn du was durchziehen willst, dann zieh es einfach durch und schau nicht auf deine Gefühle. Es muss nicht immer alles toll und angenehm sein. So kommt man nicht weiter im Leben. So kommt man wirklich nicht weiter im Leben. Es muss manchmal auch schwer und hart sein, weil nur dann wächst man, nur wenn es hart und schwierig ist, nur dann kommt man wirklich weiter im Leben. Deswegen, in dem Sinne, Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr so ein Video findet. Einfach mal frei rausgeplaudert. Ist jetzt alles nicht so sortiert. Ich habe mir vorher auch überhaupt nicht überlegt, was ich sage. Aber ja, das ist jetzt so eine kleine Notlösung, weil, wie gesagt, jeden Tag ein Video. Ich will ja wirklich meine Reise zum Milliardär begleiten. Und genau, jetzt werde ich was essen und werde natürlich auch direkt danach das nächste Video drehen für morgen. Und da wird es dann wieder hoffentlich ein bisschen ein schöneres Video geben. In dem Sinne, Leute, macht's gut. Bis morgen. Ciao.